Wir befinden uns hier auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Dort ist es heute gegen 11 Uhr aufgrund einer Verkehrsstockung auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Also ich bin jetzt gerade aus dem Werk Sindelfing von Daimler-Benz gekommen, habe mir ein Fahrzeug dort geholt, war jetzt auf dem Heimweg und bin auf der mittleren Spur, so mit 70 km/h an dem leicht stauenden Lkw-Verkehr vorbei. Die sind so circa 40, 50 km/h gefahren. Und als ich auf der Höhe von den beiden jetzt verunfallten Fahrzeugen war, ist der eine hinten so raufgeknallt, sag ich mal, dass dort die ganzen Plastikteile von der Front alle seitlich weg und gegen mein Auto gekommen sind. Deswegen habe ich das so, sag ich mal, ich nicht, aber das Fahrzeug, eine leichte Delle auf der Motorhaube, Spiegel, deswegen bin ich hier als Zeuge und habe den Schaden aufnehmen lassen, damit die Versicherung hat bezahlt. Also ich sag mal, solange uns nichts passiert ist, Menschen, der eine mit Beinbruch, war wichtig, dass den Lkw-Fahrern nichts Schlimmeres passiert ist, war wichtiger, Auto kann man reparieren, ist ärgerlich, aber es bringt keinen um und das wird repariert und das Ding ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ein 49-jähriger Sattelzuglenker musste sein Fahrzeug infolge dieser Verkehrsstockung abbremsen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer hat die Situation zu spät erkannt und ist auf den vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Infolgedessen wurde der Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer nachfolgender Sattelzuglenker ist auf den Lkw aufgefahren. Auch dieser Fahrer, 29 Jahre alt, wurde dabei verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 100.000 Euro. Rettungsgasse hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Verkehrsteilnehmer haben die gebildet. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei konnten da durchfahren. Es kam dann allerdings während der Vollsperrung vermehrt Personen, die zu Fuß über die Fahrbahn in Richtung der Unfallstelle gelaufen sind. In dieser Situation wird eigentlich empfohlen, im Fahrzeug zu bleiben, weil wenn der Verkehr wieder anläuft oder Fahrzeuge da auch durch die Rettungsgasse fahren, dann kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Wenn nämlich eine Person da unvermittelt hinter einem stehenden Fahrzeug hervortritt und von einem Einsatzfahrzeug erfasst wird. Wir waren hier mit zwei Löschzügen, der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr. Ein Löschzug konnten wir dann abbestellen aufgrund der Lage, da ein Löschzug doch relativ rasch arbeiten konnte, mit einer Person zu befreien. Da wurde mit zwei Rettungsgeräten, mit zwei Sätzen gearbeitet und die Person konnte dann sehr schnell und rasch befreit werden.